Content Construction Kits. Ich dachte, ich erzähle da mal ein bisschen was zu, weil es ist eine ziemlich geniale Sache. Erzähl erstmal was zum Grundprinzip. Wir vergleichen mal ein paar Lösungen, die es da so gibt. Und ich habe auch noch ein, zwei Projekte von mir mitgebracht, wo ich das auch mal konkret angewandt habe, wo man dann mal sehen kann, wo da eigentlich die Vorteile liegen. Ah, doch. Nein! War für Effekt. Ja, ich, David Jardin, 21 Jahre alt oder jung, wahrscheinlich mal wieder am unteren Ende der Altersschiene hier. Ich bin gelernter Abiturient, wie man da so schön sagt, Quereinsteiger in der Webentwicklung. Glaube, kann vorsichtig behaupten, ein Joomla-Freak zu sein und bin hier Co-Organisator und stellvertretender Vorsitzender im Mambo e.V. als Träger. Foto, ja, Sie in dem Fall rechts. Ja. Ich finde bei sowas immer ganz angenehm, wenn man eine konkrete Aufgabenstellung hat, was wir denn eigentlich machen wollen. Da habe ich mal einfach die Website der Traktor GmbH mitgebracht und unsere Aufgabe wird sein, dass wir die relaunchen wollen. Neben dem üblichen Krams wie aktuelle Neuigkeiten, Impressum, Datenschutz etc. pp. Gibt es drei Hauptbereiche. Und zwar sollen die Fabrikate dargestellt werden, die die Firma produziert, mit einem Namen, einer Modellnummer, einer kurzen Beschreibung, da soll es zwei Bilder geben und wir wollen zu einer PDF-Datei verlinken, wo dann weitere Fakten hinterlegt sind. Wir wollen entsprechend eine Übersicht der verschiedenen Filialen darstellen, auch da Name, Beschreibung, eine entsprechende Adresse und noch eine kleine URL und es soll einen kleinen FAQ-Bereich geben, sowas wie, ist das Gaspedal rechts und dann Antwort ja oder sowas in der Richtung. Wichtig ist dabei, weil es ist eine große Firma, dass das Ganze auch in einem entsprechend einheitlichen, professionellen Layout erscheint. Das ist da die Vorgabe der Designabteilung. Und zwar haben die sich das zum Beispiel so überlegt. Das war Fabrikatnamen entsprechend in einem H1-Tag hätten, die Artikelnummer darunter, der Text, die beiden Bilder, das große Bild soll immer 400 Pixel breit sein, das kleinere jetzt einfach mal 180 oder sowas, die sind beide rechts gefloatet und wir haben einen festen Abstand dazwischen. Der Download-Link soll da drunter sein. Jetzt hätten wir bei dem Otto-Normal-Kunden-Projekt das Problem, bringen Sie das Ihrem Kunden mal bei. Bilder vorher entsprechend runterskalieren, dann hochladen, rechtsbündig setzen, Padding setzen, Überschrift nur in H1, nein, nicht manuell über die Schriftgröße nachformatieren. Das ist den normalen Word-Nutzer verhältnismäßig schwer zu erklären, muss man da leider sagen. Tja, trotzdem könnte man sagen, wir machen das einfach mit ComContent. Ganz normal, die Joomla-Content-Komponente ist ja ein Tool. Da ist der Vorteil, das ist ja schon mit drin. Das heißt dementsprechend, wenn wir ein Update einspielen, wird auch die Komponente direkt mit aktualisiert. Und weil sie halt überall mit drin ist und jeder sie nutzt, ist sie ausführlich dokumentiert. Der Nachteil ist nur, wie gesagt, setzen Sie das mal dem Kunden vor. Meine Kunden kriegen das nicht hin. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen anders ist. Auch mit JCE und Template Manager etc. pp. Das sieht immer verhältnismäßig Kraut- und Rübenmäßig aus. Da wir aber Joomla-Leute sind und wir ja für alles eine Komponente haben, könnte man sagen, boah, ich habe einen Fabrikatsbereich, dann nehme ich doch dafür die Autokomponente. Für den FAQ-Bereich nehme ich die FAQ-Komponente und für die Filiale, was weiß ich, irgendwie noch Verzeichniskomponente XY oder sowas. Dann habe ich mindestens drei verschiedene Erweiterungen, die dann hoffentlich ganz optimal für ihren Einsatzzweck abgestimmt sind. Das Interface ist total super, es nimmt mir ganz viele Aufgaben ab, was dann wieder die Pflege für den Kunden total leicht machen würde. Nachteil ist aber erstens, dass die in der Regel eben nicht so ganz optimal auf ihren Einsatzzweck abgestimmt sind, sondern noch Features mitbringen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ich habe dadurch einen sehr viel höheren Aktualisierungsaufwand, weil wie gesagt, jede Drittkomponente muss ich wieder mit den Updates hinterherlaufen etc. pp. Und ich muss mir vor allen Dingen erstmal die entsprechenden Komponenten raussuchen. Extensions.joomla.org, diese wunderbare übersichtliche Seite, wo man ganz schnell die entsprechenden Erweiterungen findet oder so. Ich vergrößere die Angriffsfläche meiner Joomla-Installation. Wie gesagt, Dritterweiterung, da sind nicht nur Profis am Werk, da wird auch viel Müll zusammengebastelt. Und ich muss meinem Kunden nicht eine Oberfläche zur Benutzung zeigen, sondern mindestens drei. Auch das findet er in der Regel nicht so super. Ich würde bei sowas immer ein CCK nutzen. Jetzt könnte man fragen, was ist denn das? Genau, das Schweizer Taschenmesser. Ich nenne es liebevoll, das ist Eingabefelder-Lego.
Grundgedanke dahinter ist, ich zerlege meinen Gesamtinhalt in seine Einzelteile und kann damit Eingabe und Ausgabe leichter machen. Bei unserem Fabrikat würde das heißen, dass aus dem Namen des Modells ein ganz normales Texteingabefeld wird. Das würden wir noch auf 80 Zeichen begrenzen, damit niemand auf die Idee kommt, da irgendwelche irre langen Texte reinzuschreiben, die wieder unser Layout zerhexen würden. Die Artikelnummer, das machen wir auch ein Eingabefeld, da kann man nur Zahlen eingeben. Den Beschreibungstext, den machen wir mit Visuvik. What you see is what you get, irgendwie ein JCE oder sowas. Da können wir dann auch wieder die Werkzeuge rauskicken, die mein Kunde sowieso nicht benutzen kann. Wir machen zwei Bild-Upload-Felder draus. Eins, wo wir direkt auf 400 Pixel skalieren, das andere auf 180. Und unten machen wir noch ein URL-Feld. Und et voilà, hat mein Kunde genau die Oberfläche, die er braucht, wo kein Schnickschnack drin ist. Und diese Einzelteile können wir dann in der Ausgabe in unser einheitliches Layout zusammenbasteln. Wir haben dann eine kleine PHP-Datei, wo wir sagen, okay, oben links in den H1-Tag wird immer der Name ausgegeben, darunter in einem, weiß ich nicht, P-Tag oder sowas, setzen wir die Artikelnummer, die Bilder, die setzen wir mit CSS rechtsbündig und machen von mir aus noch einen Rahmen drum oder sowas. Und mein Kunde, dadurch, dass er ganz simple Eingabefelder hat, kann es nicht kaputt machen und ist total glücklich. Finde ich cool. Bitte? Nicht nur genau. Ja, wie sieht denn sowas aus? Ich habe da mal was vorbereitet. Ich müsste mir nur gerade mal einen Stuhl klauen. Und zwar habe ich mal Sobi Pro mitgebracht. Ist ein verhältnismäßig neues CCK, Nachfolger von Sobi 2, und da zeige ich jetzt einfach mal, wie das funktionieren würde. Sobi Pro kennt verschiedene Sections, oder hier halt in der deutschen Übersetzung die Sektionen, und weil wir jetzt unsere Fabrikate darstellen wollen, legen wir eine neue Sektion Fabrikate an. Und speichern das mal. Jetzt gehen wir in unserer Sektion rein, legen einen neuen Eintrag an und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer ein Namensfeld. Das reicht uns ja aber noch nicht. Jetzt kommt die CCK-Magie dazu. Ich kann nämlich bei meiner entsprechenden Sektion jetzt in diesen Feldermanager gehen und kann sagen, okay, der Name reicht mir nicht. Ich brauche noch ein neues Feld. Zum Beispiel für die Artikelnummer. Und das soll eine ganz normale Inputbox werden. Die ist noch verpflichtend, damit die niemand auslassen kann. Auch da Kunden so viel Denken abnehmen wie möglich. Und kann sagen, das soll eine Dezimalzahl sein mit maximal 10 Zeichen. Wir erinnern uns. Speichere das Ganze. Brauche noch eine Beschreibung. Das machen wir als Text Area. Brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Auch da mit What You See is What You Get Editor. Ja, das sieht gut aus. Dann brauchten wir noch einen Datei-Upload. Hier kommen jetzt bei den cooleren CCKs so nette Funktionen wie, ich kann verpflichtend einstellen, dass die Bildgröße runtergerechnet wird. Haben wir eben gesagt, maximal 400 Pixel, nie wieder 5 Megapixel Bilder, runterskaliert, im JCE einfach kleiner gezogen, immer super. Die GPRS-Nutzer bedanken sich. Das machen wir auf 180. So, und dann fehlt nur noch die URL. Ja, das passt auch schon fast. So, wir haben unsere Felder hinzugefügt, die wir brauchen. Und wenn wir jetzt einen neuen Eintrag anlegen, siehe da, haben wir die deppensichere Oberfläche. Achso, Moment, eine Kategorie wollte ich noch anlegen. Nee.
kleine Traktoren. Zack. Neuer Eintrag. Wir machen jetzt mal einen großen Traktor. Das ist der große grüne. Moment. Achso, nee, das war einfach die Autovervollständigung vom Browser. Ich habe das zu Hause schon mal geübt. Wenn ich ganz unvorbereitet hier auflaufe. Eine kurze Frage, wie ist das gerade hier? Bezieht sich das auf die Bilder, welche ich in den hochladen? Genau, also ich. Wie gesagt, wenn ich CCKs im Kundeneinsatz habe, hier ist jetzt im JCE die entsprechende Bildfunktion noch drin. Im normalen CCK-Einsatz würde ich die rausschmeißen, sodass mein Kunde überhaupt keine Möglichkeit mehr hätte, über den Editor Bilder hochzuladen. Genau, weil er da eben an der Skalierung vorbei arbeiten kann. Die Skalierung bezieht sich natürlich nur auf die beiden Bildfelder hier unten. Genau, deshalb mein Rat, wie gesagt, JCE, wunderbarer Editor, wo ich genau diesen Bildmanager eben rauswerfen kann, weil wie gesagt, das bringt sowieso nicht viel. Ich kann zwar auch da eine maximale Größe eintragen, aber naja. So, genau, wir haben einen Beschreibungstext, Artikelnummer, Titel und zwei Bilder. Speichern das Ganze mal. Achso, eine Kategorie, ja. Ist ein Argument. Na, doppelklicken. Ja. Ja. Das ist Teamwork. So, brauchen wir nur noch kurz einen Menüpunkt. Fabrikate. Und speichern das Ganze mal. So, schauen uns das im Frontend an. Bei den großen Traktoren, unseren grünen Traktor. Und sehen, dass das mit unserer gewünschten Ausgabe aus der Präsentation eben noch nicht so richtig viel zu tun hat. Jetzt kommt das Killer-Feature bei den CCKs ins Spiel. Ich kann meine Ausgabe templaten. Ich kann also dem Kunden vorgeben, wie das Ganze später auszusehen hat. Dafür wechseln wir wieder in unsere Sektion, wechseln ins Template, und zwar in das des Eintrags und haben hier diese sehr übersichtliche Datei. Da sind jetzt Tags drin, die dem normalen Webentwickler sehr spanisch vorkommen. Die fangen alle mit diesem XSL an. XSL ist eine XML-basierende Templating-Sprache. Das ist eigentlich ganz übersichtlich, man muss sich nur dran gewöhnen. Hier läuft jetzt im Grunde genommen, das ist das Standard-SOBI-Template, wo hier so viel durchläuft, wie für jedes Feld, was vorgegeben ist, einfach mal ausgeben. Das wollten wir jetzt in schön. Da das jetzt den Rahmen der Präsentation sprengen würde, habe ich da mal kurz was vorbereitet. Nee. Kopieren. Einfügen. Genau. Ich habe jetzt sozusagen Plagiat. Gutenberg, genau. Habe jetzt hier mein eigenes Template gemacht, wo ich halt über dieses XSL dann sagen kann, dass in dem H1-Tag, in diesem Div, der Name des Eintrags ausgegeben werden soll. Das fettgedruckt in dem Tag darunter die Artikelnummer sein soll, dass in dem gefloateten Div die Bilder sein sollen, etc. pp. Und kann dadurch meine Formatierung schon fertig vorgeben und mein Kunde kann sie mir nicht mehr kaputt machen, auch wenn er sich auf den Kopf stellt. Speichern wir mal und jetzt Daumen drücken. Hey, sieht das in etwa so aus, wie wir das haben wollen? Und bei jedem neuen Eintrag, den ich jetzt über diese eben angelegte deppensichere Oberfläche, den ich da einpflege, ist es wieder genauso. Einheitliches Layout, mein Kunde ist glücklich, ich bin glücklich. Was will man mehr? Die Einträge, die kann ich auch über das Frontend eingeben. Zumindest bei einigen CCKs, da komme ich aber jetzt noch zu. Die
Einträge, die dadurch entstehen, so werden die abgespeichert. Sind die in der gleichen Datenbank auch die normalen? Auch das handeln die CCKs unterschiedlich. FlexiContent speichert die Beiträge zum Beispiel in der gleichen Datenbank, wie es Joomla auch tut. In der gleichen Tabelle, genau, sorry. Also in dieser ganz normalen JOS-Content. Wenn man dann allerdings die in der normalen Content-Komponente von Joomla aufmacht, sieht das verhältnismäßig wirr aus, weil sämtliche Zusatzfelder und Parameter etc. pp. Einfach in diesem Haupteingabefeld dann im Klartext drinne stehen. Das heißt, wenn ich da später mal zurückmigrieren möchte, habe ich da viel Handarbeit vor mir. Ich glaube, ansonsten alle anderen Komponenten haben separate Tabellen. Ich hatte mal ein Ding, das habe ich auch mal ausprobiert. Das heißt dann so, wenn ich über normale Beiträge über Joomla gegangen bin, dann war das Layout zerschossen, konnte hinterher mit dem Content-Kit nicht mehr nutzen. Ja, genau. Just to begin, there is some CCK which use Content from Joomla and all Joomla interface. Yeah, I'll show it later. Cblot, isn't it? Yeah, okay. Yeah. Some more slides to go. Okay, bitteschön. Prinzipielle Verständnisfrage. Wir templaten den Output. Richtig. Das heißt, der Input, der ist zwar idiotisch, aber nicht wirklich schön. Auch da unterscheiden sich die CCKs. Es gibt CCKs, da komme ich auch nachher noch zu, da kann ich auch die Eingabefelder templaten. Da bin ich, je nachdem welches System ich da nutze, sehr, sehr flexibel. Genau, das war gerade Sobi Pro. Ist der Nachfolger von Sobi 2 und hat aufgrund seiner Wurzeln halt einen Schwerpunkt auf dem Bereich der Verzeichnisse. Weshalb es bei Sobi Pro auch noch so eine Payment-Anbindung gibt. Ich kann also bei meiner Feldeinpflege sagen, das folgende Feld ist kostenpflichtig, kostet 5 Euro. Und wenn ich dann das Traktor-Händler-Online-Verzeichnis hätte, wo sich die Händler eintragen könnten und sie wollten da den langen Beschreibungstext haben, müssen sie halt 5 Euro über PayPal zahlen oder sowas. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich übers Frontend die Sachen einpflegen kann, weil ich einem x-beliebigen Benutzer natürlich da nicht einfach Backend-Zugang geben kann. Sobi Pro hat ein ACL-System, also eine Rechteverwaltung. Auch da macht so Verzeichnisgeschichten deutlich leichter, weil ich da zum Beispiel auf Sektionsebene einstellen kann, dass in einer bestimmten Sektion die normalen Nutzer ihre Beiträge noch nicht veröffentlichen können oder bestimmte Felder nur für bestimmte Nutzer freigegeben sind und so Sachen. XSL als Templating-Sprache, wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen. Ich habe jetzt beim ersten Mal auch ein wenig verdutzt geguckt, aber es ging. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Dann hatte ich das Template soweit fertig. Und es gibt ein Plugin-System, ist das Schöne, kann da an verschiedensten Stellen eingreifen, beziehungsweise da Funktionalitäten erweitern. Ist also eines der flexibleren Systeme auf jeden Fall. Was haben wir da sonst noch auf dem Markt? K2 wäre da wahrscheinlich das meistgenutzte, bekannteste. Ist so ein bisschen Com-Content in cool. Legt den Schwerpunkt auf diese typischen Spiegel-Online-Newsportal-Geschichten. Da stolper ich in der Regel als erstes darüber, dass Joomla bis Version 1.5 ja nur Sektionen und Kategorien konnte. K2 konnte da schon zu den Zeiten die Sachen beliebig verschachteln. Joomla 1.7 kann bis heute noch nicht so richtig Tags. Wer sich morgen die versteckte Neuerung-Vortrag anguckt, der sieht, dass es so ansatzweise geht, aber so richtig schön ist es nicht. K2 bringt von Haus aus noch eine Kommentarfunktion und Social-Bookmark-Geschichten mit. Ich kann mit entsprechenden Plugins noch eine Videos einbauen. Es gibt eine Galerieerwartung, kostet glaube ich 15 Euro oder sowas. Ist das Geld aber wert. Ich kann Dateianhänge anhängen und es gibt auch da wieder ein Plugin-System. In Kombination mit diesen Extra-Fields. Wie gesagt, diese CCK-Funktionen stehen bei K2 nicht so im Mittelpunkt. Da geht es eher um die Erweiterung des Content-Systems. Aber ein Beispiel, was man dann damit machen kann, ich hatte einen Kunden, ist eine Tanzschule aus Köln. Die haben damit ihre Tanzkursverwaltung gemacht. Die hatten dann irgendwie ganz normal den Titel halt für den Tanzkursnamen, entsprechend Beschreibungstext. Und dann habe ich den 3 Extrafelder gebastelt, irgendwie Datum, Umfang und Preis und ein entsprechendes Plugin dazu.
Und das Plugin hat aus diesen drei Extrafeldern dann ein Eingabeformular gemacht und das Ganze per Mail verschickt. Hat mich eine Stunde Arbeit gekostet, Kunde war glücklich, ich war glücklich und ich brauchte keine dritte Erweiterung. War dann eine ziemlich nette Sache. FlexiContent spielt da in einer sehr ähnlichen Liga, ist wie gesagt eines der wenigen Systeme, das sämtliche Daten in der ganz normalen JOS-Content-Tabelle speichert. Spielt seine Trümpfe eigentlich erst zusammen mit Flexi Access aus. Ist ein Rechteverwaltungssystem, ich glaube basiert irgendwie auf GM Access, sagt dem einen oder anderen vielleicht was, ist irgendwie so eine GPL-Geschichte. Damit kann man sehr, sehr schöne Sachen machen, weil ich damit auch anfangen kann, für bestimmte Benutzergruppen im Backend oder für bestimmte Nutzer bestimmte Menüpunkte ein- oder auszublenden, die Menüs anders zu strukturieren, Module ein- und ausblenden kann, Felder ein- und ausblenden kann, Funktionen ein- und ausblenden kann, sodass mein Kunde im Backend nur noch ganz, ganz runtergebrochen die Buttons sieht, die er wirklich braucht. Spart bei der Schulung viel Zeit im Sinne von, Entschuldigung, was kann ich denn mit dem Knopf machen, mit der obligatorischen Antwort, den brauchen Sie nicht. Warum ist der denn dann da? Ja, ich kann ihn nicht ausblenden. FlexiContent bietet Versionierung. Ich kann also, wenn ich einen Beitrag abspeichere und danach eine weitere Version davon mache und merke, die neuesten Änderungen waren jetzt aber blöd, jederzeit noch zur letzten Version zurückspringen. Es gibt bei FlexiContent so eine ganz, ganz rudimentäre Abbildung von so Workflow-Geschichten. Dazu Erklärung, was weiß ich, wenn ich Spiegel Online wäre, wollte ich als Chefredakteur nicht, dass der Praktikant XY einfach einen Beitrag schreiben kann und online stellen kann. Da wäre der Weg, der Praktikant schreibt einen Beitrag und der landet in einem entsprechenden Status, keine Ahnung, bitte nochmal nachgucken. Und ich bekäme automatisiert eine Mail, der Praktikant XY hat einen neuen Beitrag geschrieben, schauen Sie mal drauf und geben Sie es das dann frei. FlexiContent kann das nicht ganz, weil genau diese Automatisierung halt fehlt. Ich kann nicht automatisiert dann eine Mail an mich versenden lassen. Es gibt aber deutlich mehr Statusgeschichten. Es gibt nicht nur ganz da oder ganz weg, sondern es gibt irgendwie gerade geschrieben, bitte mal drüber gucken und so Geschichten. Mein ganz subjektiver Eindruck bei FlexiContent ist aber, dass die Entwicklung da langsamer geworden ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich glaube, da lag irgendwie knapp 6 Wochen oder sowas, war eine Sicherheitslücke ungepatcht oder sowas. Das war suboptimal. Es gibt, glaube ich, es gab da eine erste Beta jetzt, glaube ich, für 1.7 oder sowas. Ist immer auf Google Code, auf GitHub, glaube ich, einsehbar. Kann ich den Link auch nachher noch raussuchen. Spielt halt mit der Rechteverwaltung zusammen. Was man mit so einem CCK mal machen kann, wie K2, auch da habe ich mal was zum Zeigen, ist jetzt nicht von mir, wäre schön wenn, aber Gazeta.gr ist das größte Sportmagazin Griechenlands, ist eine Joomla-Seite. Und alles, was man hier an Inhalten sieht, an Erweiterungen, ist K2 mit einigen Modulen. Alle Inhalte werden daraus gespeist. Da gibt es hier auf der rechten Seite noch diese Blogs der jeweiligen Autoren. Auch das speist sich aus K2, die entsprechende Funktion ist integriert. Es gibt die Möglichkeit, da erweiterte Nutzerprofile noch zu machen, auch das direkt integriert. Die Slideshow-Geschichten hier gibt es bei K2 als Extra-Modul. Da kann man sehr, sehr schöne Sachen mitmachen, die sehr performant sind, weil, wie gesagt, K2 genau aus diesem Bedarf heraus entstanden ist. Und so eine Seite muss halt anständig laufen. Ja, genau. Magazine.joomla.org. Ja. Ja. Genau. Ja, da kann man schöne Sachen mitmachen. Ja, dann kommen. Bitte? Entschuldigung? K2? Ja. Also ich hatte noch, da gibt es ein auf community.joomlaworks.org oder sowas, gibt es ein großes Forum, da sind die meisten Sachen gut beantwortet. Es gibt eine sehr breite Nutzerbasis, weshalb da viele, viele Anwendungsfälle und Probleme schon abgehandelt sind. Also kann ich empfehlen. So habe ich dann noch
durch diverse Kundenprojekte kennengelernt, ist für mich so ein bisschen das iPhone unter den CCKs. Es sieht schön aus, es ist leicht bedienbar, es fühlt sich gut an, man guckt drauf und denkt, oh, wie halt so ein iPhone. Aber wie auch beim iPhone gibt es diese kleine Einschränkung in der Flexibilität. Das, was Android durch einen riesigen Berg an Parametern kann, kann das iPhone nicht, und so können andere CCKs durch die Anzahl ihrer Parameter deutlich mehr Flexibilität bieten, als es so halt kann. Für Projekte, wo ich aber nicht so unendlich viel Flexibilität brauche, wäre, glaube ich, so immer meine erste Wahl. Ist von UTheme, wird als Basispaket unter GPL veröffentlicht und verfolgt so ein App-Konzept. Da sind, ich glaube, mitgeliefert standen MSI so ein Business Directory, ein Blog, irgendwie ganz normale Artikel und noch zwei, drei andere Geschichten. Die sind als vorgefertigte Apps schon drin. Ich kann das gleich mal zeigen. Und dann gibt es noch von UTheme so ein App-Package für 99 Euro, wo ich dann entsprechend noch weitere Anwendungsfälle mit abdecken kann. Ich kann aber halt mit ein wenig Aufwand mir auch meine eigenen Apps schreiben. Da kommt halt nur das iPhone-Prinzip dann dazu. Das macht dann einfach ein bisschen mehr Arbeit. Genau, im Prinzip die Joomla Day-Seite basiert auf Zoo. Da haben wir jetzt zum Beispiel eigene Apps für die Sprecher, wo ich zum Beispiel hier jetzt rumturne, wo man dann halt bei Zoo einfach sieht, oh, es schaut schon nett aus, kann man nichts anderes sagen. Es ist auch da verhältnismäßig idiotensicher in der Anwendung. Und das hier sind dann die berühmten Apps. Ich glaube, das ist jetzt das normale Paket mit unseren Geschichten, und wie gesagt, da gibt es noch entsprechende Erweiterungen zu. Genau. Mein Traktorverzeichnis wäre eine neue App, die ich erstellen müsste. Da muss ich dann irgendwie anfangen, eine XML-Datei zu schreiben in einem eigenen Ordner. Also diese normalen Clicky-Bunty-Geschichten, das dauert bei Zoo alles ein bisschen länger. Die Sachen, die dafür drin sind, sind einfach schön. Kann man nicht anders sagen. Klar, natürlich. Das geht. Es macht halt einfach nur mehr Arbeit. Sachen sind teilweise hart gecodet. Ich habe für viele Sachen, also gerade diese Feldpflege, Parametergeschichten, wenn man so ein K2-Dialog einfach mal aufmacht, hat man auf der rechten Seite so einen Berg an Parametern. Das ist bei Zoo halt dann entsprechend kleiner. Es kommen noch ein paar mehr. Ich habe noch ein paar im Ärmel. Ja? Genau, es gibt eine Möglichkeit, dass ich in meinen Inhalt, ich habe da so einen speziellen Feldtyp, in meinen Inhalt ein Joomla-Modul einbinden kann. Das wird zum Beispiel hier genutzt. 3M übrigens im Nebensatz, 3M Deutschland lässt alle neuen Webseiten, die erstellen, Joomla-basierend aufbauen. Weiß auch nicht warum. Da ist hier bei dem entsprechenden Produkt dieser Download-Bereich, das ist ein Modul, das in den Inhalt eingebunden wird. Teils. Seeblot müsste es können. Displaying a module within a content. A Joomla-Module. Is it possible to waking up again? Is it possible to display a module within a content? Yes. Ja, Seeblot kann es also auch. Aber da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ja, da sind wir schon. Seeblot. Im folgenden Teil bin ich jetzt nicht mehr ganz objektiv. Ich muss sagen, es ist mein Lieblings-CCK, aber okay. Der Grund dafür, warum es mein Lieblings-CCK ist, ist es das mit Abstand die flexibelste Joomla-Erweiterung, die es gibt, die ich jemals gesehen habe. Das ist ein ziemlich cooles Teil.
Thumbs up. Einziger Nachteil ist, es ist ein wenig komplexer in der Einrichtung, um das mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Ich habe 2 Arbeitstage gebraucht, bis ich so einigermaßen durchgestiegen bin. Das ist mir bei einer Joomla-Erwartung so auch noch nicht passiert. Dafür ist es in der Pflege für den Endkunden dann später super leicht, weil das eines der CCKs ist, wo war die Frage eben mit dem Templaten des Eingabetemplates? Genau. Seeblatt kann das. Ich kann Ein- und Ausgabetemplate entsprechend verändern und für meine Kundenwünsche anpassen. Auch da habe ich mal was mitgebracht. Zack. Doch, genau, ergibt Sinn. Schönhauser Promotion, auch Kunde von mir, ist so eine Künstleragentur aus Köln. Da habe ich von der Designerin für die Künstlerseite die folgende Vorlage bekommen, wo dann bei den einzelnen Künstlern auch dieses Layout entsprechend eingehalten werden sollte. Wie gesagt, jetzt stand ich vor diesem Problem und dachte mir, wenn ich meinem Kunden das hier als JCE-Template hinterlege, habe ich alle 3 Tage einen Anruf, weil er das Template zerschossen hat. War also eine wunderbare Gelegenheit, sich mal kurz in ein neues CCK einzuarbeiten. Man hat ja sonst nichts zu tun. Und entstanden ist im Administrationsbereich dabei dann das hier, dass ich auf meine Inhaltsübersicht gehe. Und dem Kenner wird an dieser Stelle auffallen, dass die ein oder andere Kleinigkeit ein wenig anders aussieht. Zum Beispiel haben wir erstens diesen Preview-Button und hier oben rechts habe ich die Möglichkeit, mein CCK ein- oder auszublenden. Und wenn ich jetzt mal einen neuen Künstler anlegen wollte, fragt er mich, was ich denn da jetzt tun will. Neuer Künstler oder neues Teammitglied wäre dann hier unten. Auch da klicke Bunti. Entsprechend als Darstellung und die haben auch noch irgendwo hier so eine Terminübersicht. Wir sagen jetzt mal, wir wollen Künstler darstellen und hier werde ich genau wie bei anderen CCKs auch nur die Felder gefragt, die ich brauche, wobei es hier noch weiter runtergebrochen ist. Ich werde nicht nach Parametern gefragt, weil ich die alle vorgegeben habe. Ich habe hier zum Beispiel auch die Felder für Kategorie und Sektion schon vorbelegt. Und entsprechend versteckt, weil auch das muss mein Kunde ja nicht eingeben, das weiß ich ja schon vorher, wie es ist. Ich kann hier eine beliebige Anzahl und Art von Feldern einblenden, kann das Ganze auch im Frontend tun, könnte das Ganze noch irgendwie in 2 Spalten aufteilen, bunt leuchten lassen, was weiß ich. Kann bei jedem Foto, ich glaube es sind 3 oder 4 verschiedene Versionen von anlegen lassen, jetzt in der Version, kann also sagen, ein Thumbnail proportional verkleinert in der und der Größe, ein Thumbnail an den Seiten beschnitten, damit es quadratisch ist in der und der Größe und so Geschichten. Habe hier unten noch so angedeutet noch ein paar Galeriebilder, weil ich dachte, ja, dafür jetzt eine Galerieerweiterung installieren ist ja auch blöd. Da habe ich einfach in dem Template eine kurze Lightbox drüber laufen lassen und schwuppdiwupp hat man eine Galerieerweiterung. Macht das Leben leichter. Und da war der Kunde so, doch, da war der ganz zufrieden mit. Kann man nicht anders sagen. Das Schöne ist, auch da so eine Eigenheit von Seeblatt, ich kann beim Editor sagen, zeige mir entweder den normalen Joomla-Editor an, also ein JCE oder sowas, oder ich kann einen TinyMCI mit bestimmten Feldvorbelegungen anzeigen lassen, kann also nur Textwerkzeuge mit Tabellen und dem ganzen Clicky-Bunti-Zeug und sowas, auch das macht es für den Kunden wieder leichter. Klar, genau, also das ist das Schöne, wenn ich jetzt mal hier, ich nehme mal an, ich würde ein neues, also wir gehen jetzt mal gerade in den Admin-Bereich von Seeblatt. 2 Tage habe ich gebraucht, das ist eigen, aber eigentlich ziemlich cool, wenn man mal durchgestiegen ist. Da habe ich die Möglichkeit, wenn ich mit den ganzen vorgegebenen Feldern überhaupt nichts anfangen kann, kann ich mir ein Feld einfach in PHP-Code selber schreiben.
wo ich dann zum Beispiel die entsprechende Einbindung schreiben könnte. Also ich habe im Grunde genommen unendliche Flexibilität und bei der Möglichkeiten der verschiedenen Felder bekomme ich auch eine Übersicht mal hier, was ich damit eigentlich alles Cooles machen kann. Da gibt es heute Nachmittag, glaube ich, dann noch den Vortrag zu Seeplot 2, was dann unter Joomla 1.6 läuft. Da gibt es noch mehr coole Features, da ist das Ganze auch nochmal übersichtlicher. Aber also E-Commerce-Anwendungen habe ich damit schon gemacht, weil auch da, ich kann dann noch irgendwie ein paar Felder für meinen Warenkorb einbinden, kann dann eine Payment-Lösung anbinden, ratzfatz habe ich meine neue Shop-Erweiterung, die da entsprechend drauf passt, habe das schon an Warenwirtschaftssysteme angebunden mit sehr, sehr wenig Aufwand, ist die eierlegende Wollmilchsau schlechthin. Richtig. Übrigens, also eine weitere schöne Geschichte, bei normalen CCKs hätte ich unter Komponenten dann das JSABlot-CCK und würde dann da meine entsprechenden Inhalte einpflegen. CBlot baut sich transparent in die normalen Joomla-Oberflächen ein. Gehe hier unter die normalen Beiträge, füge meine Joomla-Einträge ein. Ich habe jetzt hier, glaube ich, die Weblinks ausgeblendet, aber bei den Kontakten... okay, geht jetzt hier nicht bei den Weblinks, glaube ich, ist das eingebunden. Wenn ich auf Komponenten Weblinks gehe, ist auch da mein CCK eingebunden. Ich kann also die Weblinks-Komponente transparent erweitern, kann im Prinzip den Großteil der Core-Komponenten mit eigenen Feldern erweitern, ohne Core-Hacks und das Ganze über eine clicky-bunte Oberfläche. Was will man mehr? Das ist ein cooles Teil. Respekt. Ja, klar. Genau, 1.8 ist jetzt 2.5, Klammer auf. Genau. Diversionspolitik ist super. Nee, okay. Da müsste ich jetzt selber mal nachfragen. Ist there some kind of migrator between JSABlot 1.x and 2.x or something like that? Yes, a widget to import data. Yeah. Yes, we have already done and we must publish it. We have a web services add-on for Joomla 1.5 yeah. With import-export feature. So it will be possible to import in Joomla 1.6, 7, 8 or something like that, yeah, 2.5, yeah. Okay. And, Okay. Also kurz übersetzt, es gibt eine Exporterweiterung für JSABlot 1.x geben, womit ich meine Sachen dann in 2.x importieren kann und 2.x läuft dann mit Joomla 1.6, 1.7 und dann 2.5 irgendwann mal im Januar oder sowas. Zweite Frage war? Genau, oh, da muss ich guck mal. Jetzt kommt der Bereich, den habe ich auch noch nicht getestet. Genau, dann nehmen wir doch einfach mal genau. Content Types, also habe ich jetzt wahrscheinlich keinen freigeschaltet, ne? Das machen wir vielleicht im Anschluss, wenn wir dann irgendwie noch Zeit haben. Da müsste ich mir jetzt gerade... Bitte? Genau, ich gucke da gleich mal nach. Okay, in meinem Vortragstitel steht auch Entscheidungskriterien. Das ist, glaube ich, also für mich zumindest relativ einfach. Soll es eine wirklich umfangreiche Seite, redaktionell aufbereitet, Inhalt mit Interaktionsmöglichkeit, also Social Media Geschichten, Kommentare etc. pp. Will ich Videos einbinden, will ich Galerien einbinden, noch Autorenblogs, das was wir eben bei Gazetta gesehen haben und das mit möglichst wenig Aufwand, wäre für mich die erste Wahl K2. Weil, wie gesagt, ist genau für diesen Bedarf gebaut worden, ist da sehr performant, läuft da sehr gut. Zoo und Flexi Content wären da auch legitime Wahlen. Natürlich könnte es man auch mit CBlot machen. Ich glaube aber, dass bei so spezifischen Anwendungsfällen man sich das Leben mit K2 zum Beispiel leichter machen könnte, weil, wie gesagt, das bringt die entsprechenden Features mit. Ja?
Gute Frage. Also für Flexi Content gibt es gerade eine Beta-Version irgendwo auf GitHub, die wohl jetzt mit 1.6 und 1.7 laufen soll. K2 müsste 1.6 auch schon unterstützen, ne? Genau, 1.7 auch, ja gut, hat sie nicht viel getan. Und für Su gibt es auch, okay. Gut, dann laufen die drei. Haha, ja, bitte? Eine Frage zu den CCKs generell. Wie ist das, wenn man später Felder hinzufügen möchte? Dann füge ich mein entsprechendes Feld hinzu und habe dann halt im Zweifelsfalle den Nachteil, dass in meinen Einträgen vorher dieses Feld noch nicht ausgefüllt ist. Aber prinzipiell ist das kein Problem. Das kann ich beliebig nachträglich noch hinzufügen. Okay. Und wenn ich ein Kundenprojekt bekomme, mir das Design angucke und merke, dass diese Toolbar für die Content-Formatierung nicht ausreicht, weiß ich, er wird damit überfordert sein. Also nehme ich irgendein CCK, womit ich Ein- und Ausgabe entsprechend templaten kann, um ihm und mir das Leben leichter zu machen. Das sind da meine persönlichen Entscheidungskriterien, damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren. Welches CCK man da im Einzelnen nimmt, wie gesagt, es gibt die Vor- und Nachteile, das ist Ausprobieren, persönliches Einarbeiten, persönliches Abwägen, womit man am besten klarkommt. So, ein paar Links habe ich noch mitgebracht, Homepages von K2, Su, FlexiContent, Seeblot, Sobi Pro und ganz unten, der QR-Code ist vielleicht noch ganz spannend, der verlinkt auf ein Google Docs Dokument, wo alle CCK-Lösungen für Joomla aufgelistet sind, mit einem entsprechenden, dann irgendwie mit grünen und roten Feldern, wo ich sehen kann, welches CCK welches Feature unterstützt oder durch Third-Party-Plugins oder sowas, ist da eine ganz nette Geschichte. Genau, das war soweit das, was ich vorbereitet hatte. Jetzt darf die große Fragerunde starten, falls noch was da ist. Bitteschön. Ja, müsste ich mal ein Projekt für gehabt haben. Da muss ich jetzt gerade mal nachdenken. Oh. Bestimmt, genau. Joomfig hatte das. Also Joomfig tut sich teilweise mit diesen CCK-Geschichten sehr schwer, weil Joomfig darauf angewiesen ist, dass die Joomla-eigenen Datenbankfunktionen genutzt werden. Da arbeiten einige CCKs dann dran vorbei, weil sie eigene Datenbank-Layer haben, um sich das Leben leichter zu machen. Das müsste ich nachher auch recherchieren. Da bin ich jetzt gerade überfordert. Seeblatt? Da müssen wir nachher den Radek fragen, der turnt hier irgendwo rum. Okay. Okay, super. Das Template-Design interessiert mich mal. Habe ich das so richtig verstanden, dass das an eine Modulposition dann praktisch auf Template an einer Modulposition kann? Nee. Also. Also, mal vielleicht als Beispiel hierfür. Das entsprechende Layout hier liegt in keiner Modulposition, sondern wird in diesem ganz normalen JDoc Include Component Dingensbums Aufruf dargestellt. Und sieht dann im Code zum Beispiel so aus. CCKs, Schönhauser, Templates. Das ist bei mir die Künstler-Overview. Da gibt es einfach hier so eine wunderbare Index.php, wo ich dann gesagt habe, setze immer maximal 5 Künstler in eine Reihe, passe die Breite entsprechend an und gebe das Thumbnail aus und gebe den Namen darunter aus. Das ist eine ganz normale PHP-Datei mit entsprechenden Befehlen, die ich hinterlegen kann und das wird bei fast allen CCKs dann in der ganz normalen Component-Ausgabe Dingsbums-Fensterchen ausgegeben. Beantwortet das die Frage, oder? Ich habe jetzt meinetwegen, ich habe den Hauptinhaltbereich. Mhm.
Also, K2, FlexiContent, SoBiPro, die tun sich da alle schwer mit, weil Joomla, das ist eigentlich der falsche Weg für Joomla. Joomla ordnet Module bestimmten Inhalten zu und nicht umgekehrt. Da könnte ich auf so kleine Helferlein wie den Advanced Module Manager zurückgreifen, nonumber.nl. Das ist ein Tool, womit ich bestimmte Module wiederum bestimmten Inhalten, aber nicht nur auf Menüpunktebene, sondern auf Inhaltsebene zuweisen kann und sowas. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es für die entsprechenden CCKs auch Module gibt, wo ich das auch darüber machen kann. Da bin ich aber jetzt ehrlich gesagt zumindest in Teilen überfragt. Das muss ich auch recherchieren. Sorry. Ja, bitte? Ja. Das muss nicht vorberechnet werden, weil man sieht ja, man nimmt das über den normalen Stimmler-Manager ein. Nee. Ja, da wird bei der Ausgabe, also ich lade das Bild in Vollauflösung hoch und vor der Ausgabe wird dann eine entsprechende gecachte Version, die runterskaliert ist, nochmal abgelegt. K2 macht es übrigens analog. Da bleiben die Bilder auch in der Originalversion vorhanden und werden dann, ich glaube, in den entsprechenden Sachen schon vorberechnet. Genau, ziemlich pain in the ass, ja. Ja, bitte. Noch eine Frage. SoBiPro habe ich verstanden, wäre das Mittel der Wahl für Verzeichnisse? Mein persönliches Ja. Da gibt es noch so Alternativen wie JReviews und sowas. Habe ich allerdings keine guten Erfahrungen mitgemacht. SoBiPro hat jetzt bei den Testprojekten, die ich damit gemacht habe, auf mich sehr, sehr gut gewirkt, auf jeden Fall. Genau, da wäre SoBiPro meine erste Wahl. Which JavaScript Library does CBLOT use? Is it MooTools or jQuery? For 1.x, yeah? Okay. Okay, ja, ich glaube, da geht der Trend auch entsprechend hin. Zoo müsste mittlerweile auch jQuery sein, weil auch die gesamten U-Theme-Templates mittlerweile auf jQuery basieren. Bei SoBiPro, wenn es gerade hier ist. Ja, genau. Ja, das ist ja schön. Zoo ist GPL mit dem entsprechenden App-Paket, was dann 99 Euro kostet. Genau. CBLOT ist komplett GPL, FlexiContent ist komplett GPL, da ist die rechte Erweiterung. Genau, FlexiAccess ist da kostenpflichtig. K2 ist komplett GPL und wen habe ich jetzt vergessen? SoBiPro ist auch GPL, da soll es allerdings eine Club-Membership geben, wo ich dann entsprechend Felder zusätzlich bezahlen darf, irgendwelche Kalender, Picker, Geschichten. Die Basis ist bei allen GPL, genau. Mir fällt auch spontan kein komplett kostenpflichtiges CCK an. Da war, glaube ich, in dem Vergleich war noch das ein oder andere, aber von den Großen sind die eigentlich alle. Ja, bitte? Genau. Habe ich da mal K2 was gesehen? Was K2 zumindest bietet, da könnte man mal schauen, ob man darüber so eine Geschichte machen kann. K2 bietet eine Schnittstelle zu Virtumat. Nennt sich K2Mat. Eventuell lässt sich darüber was realisieren. Das wäre mal ein Versuch wert, weil ich darüber aus K2-Inhalten direkt heraus Virtumat-Sachen an den Warenkorb übergeben kann. Da müsste man ein bisschen rumspielen, sollte aber damit noch mal sein, glaube ich. Und im Zweifelsfalle könnte da auch so eine, also ach, eigentlich ist das nicht so kompliziert. Man braucht eine entsprechende Subscription-Komponente. Also, wie heißt das Ding nochmal? David Deutsch. Genau, Account Expiration Controller oder sowas. Wenn ich das mit der entsprechenden Nutzergruppen koppel
und mit einem CCK, das Rechteverwaltung bietet, wenn ich das miteinander koppeln, müsste ich sowas darüber machen können. Doch. Okay, ich glaube, wir werden überrannt. Okay.